Hinter uns sehen wir die sogenannten BMP-Schützenpanzer. Der BMP war eines der revolutionärsten Fahrzeuge der Panzergeschichte, einer dieser großen Marksteine, auf die sich alle, sowohl Kritiker als auch Fans, einigen können als wichtigen Punkt der Panzergeschichte, egal was man im Detail vom Fahrzeug halten mag. Der BMP war ein sowjetisches Fahrzeug, das 1967 auftauchte und damals Maßstäbe setzte als Schützenpanzer, also als Gefechtsfahrzeug für die Infanteristen. Das ist deswegen ganz spannend, weil die Sowjetarmee, damals noch Rote Armee im Zweiten Weltkrieg, gerade auf dem Feld der Motorisierung der Infanteristen eigentlich die Armee war, die am weitesten zurückhing. Sowas wie Schützenpanzerwagen oder Schützenpanzer hatte die Rote Armee von allen Armeen am wenigsten. 20 Jahre später, 1967, taucht dann dieses Fahrzeug quasi aus dem Nichts auf. Die westliche Welt war nicht darauf vorbereitet, war teilweise wirklich geschockt davon. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt das zustande? Die Sowjetarmee hat nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen, auf dem Feld zu experimentieren. Der Gedanke war, wir müssen die Infanteristen auf dem Schlachtfeld irgendwie unter Panzerschutz bringen. Die müssen geschützt sein, sie müssen mobil übers Gelände kommen können und sie müssen vor allen Dingen mit den Panzern mithalten können. Sie müssen also genauso schnell sein. Das war die Lehre des Zweiten Weltkrieges. Und die ersten Versuche in diese Richtung waren dann, wie auch damals zum Beispiel bei der deutschen Armee, Halbkettenfahrzeuge, also vorne Reifen und LKW-Lenkung und hinten Ketten. Der sogenannte BTR 152 war der erste Entwurf in diese Richtung. Der hat auch funktioniert, war aber eigentlich in der Beziehung ansonsten mittelmäßig, hatte keine besonderen Merkmale. Er war aber billig zu produzieren, was enorm wichtig war für eine riesige Armee wie die Sowjetarmee, die viele Fahrzeuge brauchte und zwar so schnell wie möglich. Trotzdem hat man weiter versucht, das zu entwickeln und der nächste Gedanke war logischerweise, statt Halbkette eine Vollkette zu machen, weil diese Systeme im Gelände wesentlich geländegängiger sind und das Fahrzeug auch zu überpanzern. Die meisten Schützenpanzerwagen, Halbkette waren oben offen. Das ist natürlich in Zeiten der Artilleriebedrohung nicht zu machen. Also hat man es zugemacht und kam dann zum Beispiel mit dem Objekt 122 in der Sowjetunion auf dieselbe schlechte Lösung wie in Westeuropa mit dem HS-30. Man hat einen Schützenpanzer gebaut, der zwar Vollkette war, bei dem die Soldaten aber oben absitzen mussten über die Kante, um ins Gefechtsfeld zu springen, was unglaublich gefährlich, aufwendig und anstrengend war. Der nächste Schritt war dann zu sagen, okay, wir brauchen wirklich einen richtigen Schützenpanzer. Das bedeutet, wir brauchen ein Fahrzeug, das volle Kette hat, richtig gepanzert ist und nach Möglichkeit auch noch genug Bewaffnung mit sich trägt, um die Infanteristen auf dem Gefechtsfeld zu unterstützen. Das ist deswegen nochmal ganz besonders wichtig. Wir sind jetzt in den mittleren 1960er Jahren, weil durch die Vision des Atomkrieges, der Nuklearschläge auf dem Gefechtsfeld, der dauernden Bedrohung durch taktische Nuklearwaffen, es noch wichtiger war, dass die Soldaten geschützt sind. Nicht nur vor dem Feuer des Feindes und den Splittern, sondern jetzt eben auch vor der Nuklearstrahlung. Das bedeutet, der BMP ist ein Kind des Kalten Krieges, als er 1967 präsentiert wird, weil dieses Fahrzeug nicht nur dazu konzipiert ist, die Soldaten zu schützen vor Splittern und Feuer, sondern auch vor der atomaren Strahlung. In verwüsteten, nuklear total zerstörten Gegenden sollte dieses Fahrzeug die Soldaten mitnehmen. Sie konnten aus dem Fahrzeug feuern, aus dem Fahrzeug schießen, aber sie waren geschützt. Und in Gegenden, die nicht verseucht waren, in Gegenden, die man vernünftig betreten konnte, sollten oder konnten zumindest die Soldaten absitzen und dann normal kämpfen. Die Entstehungsgeschichte des BMP ist dann nochmal ganz spannend. Verschiedene Büros haben konkurriert und es gab spannende Entwürfe, zum Beispiel Fahrzeuge, die auf Ketten fuhren und für günstiges Gelände dann Räder hatten, die ausgefahren wurden und später wieder eingefahren wurden und dergleichen mehr. Letztlich ist es dann ein klassisches Vollkettenfahrzeug geworden, das aber viele technische Eigenheiten hat, die wir uns jetzt mal ansehen werden. Als die Hauptverwaltung der Panzertruppen in den 1950er Jahren begonnen hat, sich Gedanken zu machen, wie der künftige Schützenpanzer aussehen könnte, drehten die Überlegungen sich vor allen Dingen um diesen Turm. Es ist ein sehr kleiner Turm, der war das Kernstück des künftigen Schützenpanzers, der aber eine 73mm Kanone integriert hat, was damals eine Revolution war. 73mm, großes Kaliber eigentlich, braucht normalerweise größere Türme, weil die Drücke so stark sind, dass alles groß und tragfähig konstruiert werden muss. Das hier ist eine Niederdruckkanone, die sogenannte Grom, das bedeutet Donner auf Deutsch. Und der Trick an dieser Kanone ist, dass sie eine Hohlladung verschießt, die mit einer kleinen Ladung und niedrigem Druck aus dem Rohr katapultiert wird. Und die Ladung oder das Geschoss selber zündet dann einen Antrieb und bringt sich selbst ins Ziel. Dadurch konnte die Belastung klein gehalten werden und der Turm konnte klein gehalten werden. Was bedeutet, dass so das Fahrzeug endlich eine Bewaffnung mitführen könnte für die Infanteristen, die unterstützen konnte mit vernünftigem Kaliber. Denn diese Waffe ist keine Deko-Waffe oder eine Schockwaffe, sondern sie konnte zur damaligen Zeit die Frontpanzerung der westlichen Panzer wie beim M60 oder beim Centurion durchschlagen. Das war also eine ernstzunehmende Waffe auf dem Gefechtsfeld. Ihr Problem war, dass sie relativ unpräzise war. Man musste damit stehen bleiben und konnte maximal über 500 Meter wirklich treffen, wie die syrischen Streitkräfte herausgefunden haben. Offiziell 700 Meter, aber de facto waren 500 Meter die Grenze. Was auf dem atomaren Gefechtsfeld der 60er, 70er Jahre nicht besonders viel ist. Und deswegen führte ein BMP noch diese Maljutka, zu Deutsch Winzling, mit sich, eine Panzerabwehrrakete. Diese hat per Draht ein Ziel gefunden. Wenn sie gestartet war, musste der Soldat, der sie geführt hat, mit einem Joystick die Rakete so steuern, dass sie wirklich das Ziel getroffen hat.
Auch hier haben die ägyptischen und syrischen Streitkräfte herausgefunden, sehr, sehr schwierig in der Praxis, aus der Fahrt überhaupt nichts zu machen. Man musste auch stillstehen, um zu treffen, aber auch dann ein vernichtendes Geschoss. Schwierig war, die Rakete hierher zu bringen, wo wir sie jetzt sehen, an der Startrampe. Die Rakete lagerte unten in der Wanne und der Soldat musste runter in die Wanne, die Rakete rausholen, wieder nach oben, diese Luke aufmachen, die Rakete durchschieben, einklinken und damit einen Metallstab diese Flügel noch aufklappen, weil ja sonst die Rakete nicht durch diesen Deckel gekommen wäre. Das ist ein relativ komplexes System, hat aber auch funktioniert. Insgesamt, bei allen Schwierigkeiten und Problemen, hat dieser Turm mit diesen beiden Waffensystemen der Infanterie, die er begleitet hat, eine Kampfkraft, eine Unterstützung zur Verfügung gestellt, die bis dahin so nicht erreicht worden war. Und das war das eigentlich Revolutionäre am BMP. Wir sind jetzt im hinteren Kampfraum eines BMP, in dem der Infanteristentrupp saß, also die Soldaten, die absitzen sollten, um das infanteristische Gefecht zu führen. Die Soldaten, und das war der große Vorteil des BMP, hatten in diesem Fahrzeug die Möglichkeit, ihr Gefecht unter Panzerschutz zu führen. Das heißt, man konnte alles zumachen und konnte von außen von innen nach außen feuern. Zu diesem Zweck wurde die persönliche Waffe des Soldaten hier eingeklinkt, sodass man rausschießen konnte. Das hat dafür gesorgt, dass die Versiegelung gegen ABC bestehen geblieben ist, diese kleine Verbindungsstück hier, während der Rest des Panzerschutzes natürlich dazu auch gewirkt hat und die Soldaten vor allen Dingen vor Splitter- und Feuerwaffen geschützt hat. Damit, wenn man in so einem kleinen Raum mit diesen Waffen schießt, nicht das totale Chaos ausbricht, gab es für die Sturmgewehre diese Aufsätze, die an das Gerät angeschlossen wurden, an den BMP angeschlossen wurden. Und über diesen Schlauch wurden die Pulvergase abgezogen, während dieses Blech dafür gesorgt hat, dass die Geschosshülse, die rausflog, nicht dem Kameraden direkt ins Gesicht flog, sondern nach unten abgeleitet wurde. Die Winkelspiegel, die jeder Soldat zur Verfügung hatte, waren beheizt, gegen Frost, gegen Kondenswasser, sodass sich insgesamt eine sehr gute Feuersituation ergeben hat, aber eigentlich war die für Unterdrückungsfeuer. Also präzise Schießen hieraus war nicht möglich, war auch nicht Sinn der Sache. Es ging darum, Feuerkraft nach außen projizieren zu können. Wenn die Situation es zugelassen hatte, konnten die Soldaten die Luken natürlich auch wieder öffnen und sie können dann entweder im Stehen, also hier auf der Bank stehen, mit dem Oberkörper nach draußen den Feuerkampf führen oder sie können, wenn die Not es erfordert, über diese Luken auch absitzen. Die Hauptabsitzmöglichkeit war aber immer diese Tür, die aufgerissen wurde, um den Schützentrupp nach draußen zu lassen. Der BMP hat in der Literatur manchmal 2+9 Soldaten, also 2 Soldaten, die zum Fahrzeug gehören und 9 Infanteristen oder 3+8 Soldaten. Diese Unschärfe in der Literatur liegt daran, dass im sowjetischen System ein Mann 2 Aufgaben hatte, nämlich der Truppführer der Infanteristen war gleichzeitig auch der Kommandant des Fahrzeuges, sodass er je nach Buch mal zur einen, mal zur anderen Gruppe gezählt wurde. Das Fahrzeug hat, wie gesagt, vor allen Dingen unter Nuklearschutz seine Aufgabe erfüllt, war für den nuklearen Krieg gedacht und war dabei sehr teuer. Und das führte dann zu einer Diskussion, denn als das Fahrzeug 67 präsentiert wurde und es in die 70er hineinging, war aufgrund der strategischen Situation der nukleare Krieg immer unwahrscheinlicher geworden. Und die Diskussion brannte auf, ob man so ein teures Fahrzeug überhaupt noch braucht, wenn der Nuklearkrieg gar nicht kommen sollte. Das Resultat war, dass durch die hohen Kosten erstmal auch die BMPs nur an die Panzerdivision gingen, also an die Speerspitzen, die in Mitteleuropa gekämpft hätten. Die motorisierten Infanteriedivisionen sind vorerst weiterhin auf BTRs ins Gefecht gefahren. Erst später sind die BMPs dann dahin verteilt worden. Der BMP ist seit seinem Erscheinen 1967 seit Jahrzehnten in Kriegen auf der ganzen Welt im Dauereinsatz. Den ersten Einsatz haben die Ägypter gefahren, nicht die Sowjetstreitkräfte. Die Ägypter bekamen schon 1973 ungefähr 230 BMPs und haben diese auch sofort in den arabisch-israelischen Kriegen eingesetzt. Sie haben viele wertvolle Erfahrungen gemacht. Sie haben beispielsweise gemerkt, dass das Fahrzeug zwar für 8 Soldaten ausgelegt war, aber real wirklich nur 6 aufnehmen konnte und 6 Soldaten wirklich kampffähig ins Gefecht bringen konnte. Eine Empfehlung, der dann später andere Staaten auch gefolgt sind. Sie haben auch gemerkt, dass durch die fehlende Klimatisierung das Fahrzeug, weil es so geschlossen ist, so zu ist, für heiße Regionen kaum geeignet ist. Es ist so heiß in diesen Fahrzeugen geworden, dass die Soldaten, um keinen Hitzekollaps zu erleiden, die Dachluken öffnen mussten, was es den israelischen Soldaten erlaubt hat, aus erhöhten Positionen von oben in das Fahrzeug reinzufeuern. Das ist natürlich eine ganz desaströse Situation. Was in Ägypten ganz positiv vorkam, war, dass der Bodendruck des Fahrzeuges sehr gering ist, weil es sehr leicht ist und sich gut auf den Boden verteilt, was im Wüstensand von großem Vorteil war. Die syrische Armee hat ebenfalls 150 von diesem BMP bekommen und die haben auch verschiedene Beobachtungen gemacht. Eine zentrale Beobachtung war, das Fahrzeug ist so flach wie möglich designt worden. Das ist ja im Prinzip auch sehr gut. Das Problem ist, das Fahrzeug ist so flach geworden, dass die Kanone des Fahrzeuges den eigenen Soldaten durchaus in den Hinterkopf geschossen hat. Das heißt, die
die BMPs mussten eine Möglichkeit finden, entweder im ballistischen Schuss zu agieren oder, wie es die Sowjetarmee später versucht hat, die Soldaten derartig auszubilden, dass sie Schießkorridore zwischen den BMPs freilässt. Ein komplexes Verfahren, dessen Sinnhaftigkeit auf dem Schlachtfeld zumindest fragwürdig erscheint. Die Sowjetarmee selber hat dann 1979 zum ersten Mal den BMP eingesetzt in Afghanistan. Und da zeigte sich, dass seine Auslegung auf den konventionellen Krieg gegen einen symmetrischen Feind in Afghanistan zu Problemen geführt hat. Der BMP ist so ausgelegt, dass er wie die meisten seiner Artgenossen in anderen Armeen vorne stark gepanzert ist und an den Seiten und hinten wenig gepanzert ist. Die Mujahedin haben es dann relativ schnell rausgehabt, einfach zu warten, also einfach so, wie es eben auf dem Schlachtfeld geht, zu warten, bis die BMPs vorbei waren und diese Fahrzeuge von der Seite oder von hinten zu attackieren, was ganz oft zu katastrophalen Explosionen und Bränden geführt hat, weil eben an der Seite das Fahrzeug sehr leicht zu durchschlagen war. Eine andere Erfahrung war, dass die Kanone nicht die richtige Erhöhung hatte, um gebirgigem Gelände Feuer zu erwidern. Wenn der BMP-1 Feuer von oben erhalten hat, war es mit dieser Grom-Kanone nicht möglich, es zu erwidern, weil das Kanonenrohr einfach nicht hoch genug ging. Das Resultat war, dass die Sowjetstreitkräfte den BMP-2 einführten, der eine Maschinenkanone hatte, die wesentlich höher elevieren konnte und die BMP im Afghanistan-Krieg aus dem Einsatz herausgezogen hat. Der BMP ist aber dann im Iran-Irak-Krieg noch viel im Einsatz gewesen, die kompletten 80er Jahre durch, auf beiden Seiten. Und ist 1991 noch einmal in den Fokus der Öffentlichkeit des Westens gerückt, als sich gezeigt hat, dass er gegen die neuesten Modelle des Westens natürlich keine Chance mehr hat, weil da Jahrzehnte von Entwicklungsstufen zwischenliegen. Trotzdem bleibt er ein weiteres wichtiges Kampfmittel auf dem gesamten Planeten. Sie sehen den BMP in Syrien herumfahren, in Libyen, überall wo Krisen sind, ist er noch unterwegs. Und er wird auch so schnell von den Schlachtfeldern nicht verschwinden, egal wie groß seine Nachteile sind. Wir stehen hier vor der gesamten BMP-Familie des Deutschen Panzermuseums und man kann hier die Geschichte des Fahrzeuges wirklich in einer Galerie nachsehen. Das ist der erste BMP, Modell BMP 1, den wir gerade eben im Detail besprochen haben, den Sie jetzt schon sehr gut kennen. Das hier ist ein Nachfolger der BMP 2, den wir kurz erwähnt haben und der demnächst seine eigene Folge bekommen wird. Und das hier ist der sogenannte BMP 1 Ost. Nach der Wiedervereinigung hatte die Bundeswehr eine große Zahl von BMPs übernommen, nämlich über 1.100. Und es gab Überlegungen, ob diese Fahrzeuge nicht einfach von der Bundeswehr vereinnahmt werden und benutzt werden sollen. Also ob die ostdeutschen Bataillone, die von der NVA übernommen worden sind, damit nicht ausgerüstet werden sollen, weil sie diese Fahrzeuge ja sehr gut kennen. Um das zu überprüfen, wurden 600 Fahrzeuge auf westdeutsche Standards umgerüstet. Das bedeutet, es wurden diverse Dinge gemacht. Wie man sieht zum Beispiel, das ist das Offensichtlichste, ein Rückspiegel wurde angebaut, den die anderen Fahrzeuge früher nicht hatten. Es wurden Kampfraumheizungen eingebaut. Die Bremsbeläge wurden gegen asbestfreie Bremsbeläge eingetauscht. Es wurde an den Motoren, an den Getrieben einiges verbessert. Die Hecktüren, die ja früher mit Sprit gefüllt waren, wurden ausgeschäumt, um der deutschen Straßenverkehrsordnung zu genügen. Neue Lichtmaschinen wurden eingebaut, neue Leuchtmittel und so weiter und so fort. Also die Autos wurden rundum verkehrssicher gemacht und für den deutschen Straßenverkehr angepasst und für die deutsche Betriebsordnung der Bundeswehr. Allerdings stellte sich dann nach kurzer Zeit heraus, dass diese BMPs eigentlich überhaupt nicht benötigt wurden, weil durch den Wegfall des Kalten Krieges das Szenario, wofür sie gebraucht wurden, ja auch weggebrochen war und man festgestellt hat, dass man dafür mehr als genug Marder, also westdeutsche Kampfschützenpanzer hatte, die man einsetzen konnte, anstatt diese Fahrzeuge zu übernehmen. Und deswegen wurden die BMPs schon 1993 en bloc wieder verkauft, womit die Geschichte des BMP in Deutschland endgültig zu Ende ging.